Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Doro, mit einer neuen Folge Bake Club Spezial, unserer Kooperation mit Google Home Mini. Heute zeige ich euch mal eins von meinen liebsten Smoothie-Rezepten, und zwar einen grünen Smoothie mit Kurkuma. Kurkuma ist unsere besondere Zutat und zu der erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Im Grunde geben wir alle unsere Zutaten in den Mixbecher und dann mixen wir sie und das war's dann schon. Ich habe hier etwa eine Handvoll grünen Spinat, den mag ich nämlich sehr gerne. Ihr könnt aber jedes grüne Blattgemüse nehmen, was ihr wollt, also Salat oder Blätter von Kohlrabi oder roter Beete. Dann habe ich eine Banane, die macht das Ganze nämlich schön süß und cremig und außerdem sind da Stoffe drin, die glücklich machen. Als nächstes kommt weißes Mandelmus. Es gibt auch braunes Mandelmus. Dafür werden die Mandeln mit dieser dünnen braunen Schale außenrum verarbeitet. Ich habe jetzt das helle genommen, da werden die Mandeln vorher blanchiert. Jetzt kommt Kurkuma. Hey Google, fragt das Bake Club Zutatenlexikon, was ist Kurkuma? Okay, holen wir uns Bake Club Zutatenlexikon. Kurkuma ist eine Wurzel und gehört zur Familie des Ingwers. Gemahlen wird Kurkuma als Gewürz verwendet, was stark färbt und häufig in der indischen Küche, etwa in Curries, zum Einsatz kommt. Kurkuma wird auch Gelbwurzel genannt, naheliegend natürlich wegen der Farbe, und ist super gegen Völlegefühl. Also wenn man zum Beispiel an einem Festtag viel zu viel gegessen hat, dann empfiehlt sich danach ein Kurkuma-Latte. Zimt? Fun Fact: Zimt verhindert, dass der Blutzuckerspiegel stark ansteigt, wenn man was gegessen hat, und ist deswegen der Fettkiller Nummer 1. Leinöl und Kokoswasser. Fun Fact: Kokoswasser. Kokoswasser ist der perfekte isotonische Drink. Das ist viel, viel besser für euren Körper als diese ganzen künstlichen isotonischen Drinks, die man so kaufen kann. Dann pürieren wir das Ganze doch mal. Mein Smoothie ist fertig. Ihr habt gesehen, super einfach und es sind so viele tolle Sachen drin, da kann man nur gut in den Tag starten. Ich habe mir hier noch einen Strohhalm reingemacht. Der ist besonders cool, der ist nämlich aus Papier, verschmutzt also nicht die Umwelt, landet nicht irgendwann im Meer. Also kann es nur ein guter Tag werden. Ich wünsche euch einen und hey Google, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ito. Bis bald, tschüss. Lecker. Ich glaube, der wird ziemlich schnell weg sein.